viel. Man muss nur wissen, was man alles kann und was rechtens ist. Letztendlich fand ich es jetzt ein bisschen kurios, dass ich meine Beschwerde an Frau Lamers selbst schicken soll, weil eine Dienstaufsichtsbeschwerde geht eigentlich immer eine Position über denjenigen Ja, aber welchen. es gibt ja keine, das ist Ja, das das ist Problem. ja dann ein Man darf bisschen sich ja kurios nur an dann, ne? denjenigen sich richten, der uns beauftragt hat. Das wäre in dem Fall das Jugendamt. Ja. Das Jugendamt ist dann der Auftraggeber. Und an den können Sie sich selbstverständlich wenden, wenn das Aber nicht nee, geht. es muss ja einen Auftrag geben, weil es gibt ja, also es gibt ja keinen Auftrag von mir. Das ist ja noch lustiger. Nee, es ist ein Auftrag, wenn dann vielleicht, oder vom Jugendamt. Den würde ich gerne sehen, diesen Auftrag, weil es gibt keinen. Wenden Sie sich als Jugendamt deswegen bitte. Also dann Aber müssen Sie das uns wäre ja dementsprechend. prinzipiell falsch, ne? Sie dürfen ja nicht zu mir kommen ohne Auftrag. Bitte, wenden Sie sich deshalb ans Jugendamt. Ja? Ja, alles klar. Die sind immer unterbesetzt, da geht keiner ans Telefon, das ist ganz schrecklich. Machen Sie es vielleicht schriftlich. Aber auch darauf Das ist antworten die ja ein nicht. Problem, da jemanden zu erreichen, weiß ich. Ich weiß, es ist schon seit, es kann jetzt nicht mit der Grippe zusammenhängen, das ist schon seit der Inobhutnahme 17.10. Und ich hörte auch von anderen Familien jetzt, es ist schon viel, viel früher. Ne? Und ganz tolle Geschichte, habe ich im Internet gelesen, neue Vererbungslehre, Netzwerk frühe Hilfen gleich Vererbungslehre, kinderkranker, psychisch kranker Eltern. Ist total im Trend, ist total im Kommen. Das ist super. Für jede Familie, die zerstört wird, möchte ich mich recht herzlich bedanken für die Scheiße, die man sich da ausgedacht hat. Ganz im Ernst, absoluter Scheiß. Ich wollte es nur mal gesagt haben, ganz Ja, aber unparteiisch. vielleicht ist es wirklich nicht schlecht, wenn Sie wirklich meiner Frau einen Brief schreiben. Machen Sie das doch so. Ich war ja nicht dabei. Ich kann ja nichts zu sagen. Punkt. Ja, Sie sind Schreiben der Sie doch Falsche einen gerade Brief hier. und dann kann sie darauf Ihnen antworten auch nochmal. Ja, mache ich. Alles Ja? klar. Ich danke Ihnen erstmal für Sehr das gerne. nette Gespräch. Es ist auch nichts gegen Sie persönlich. Ich kenne Sie ja Hab's gar noch nicht nicht, so ne? verstanden. Alles klar. Schönen Tag dann noch, ne? Ciao. Jo, ciao.